Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. Und heute will ich mal wieder ein paar Bretter sägen, aber keine Bretter für mich, weil ich habe in letzter Zeit irgendwie immer viel zu viele Bretter gesägt und viel zu wenig Bretter verarbeitet. Deswegen sind gerade alle meine Bretterlager so ziemlich voll und ich brauche für mich eigentlich gerade keine. Aber vor ein paar Tagen hat mich über Instagram jemand angeschrieben, ob ich mal Zeit hätte, ihm ein paar Stämme zu sägen. Und heute hat es mir gerade reingepasst und deswegen machen wir das dann heute mal. Also ihr seht, das sind ein paar Kirschenstämme, aber eben relativ kurze. Und ihr seht auch, die sind auch schon vorher wo eine Weile gelegen, weil die haben nämlich schon einige Risse drin. Insofern wird es da spannend, ob wir hier aus dem Holz noch ein paar schöne Bretter rausbekommen oder ob das eben nichts wird. Mein Bagger habe ich auch gerade noch beim Holzmachen im Wald. Insofern muss es jetzt heute ohne den gehen. Aber die Stämme sind ja noch ganz klein und leicht und handlich. Insofern ist das kein Problem, weil hier habe ich, wo ich den Bagger noch nicht gehabt habe, ja auch schon ganz andere Stämme so gesägt. Drauf ist er jetzt mal, das geht natürlich bei so einem Stamm wirklich schon einfacher wie bei den größeren, aber dafür muss man eben dann von so kleinen mehr drauf tun, bis man das gleich Holz gesägt hat. Dann sägt man mal eine Schwarte runter, da kann ich bei dem Stamm auch direkt recht viel wegnehmen, weil ihr seht ja, der hat von außen Risse rein, insofern werde ich da bloß eine ganz dünne Schwarte wegnehmen. Da hat das Brett darunter auf jeden Fall viele Risse drin, insofern kann ich da jetzt direkt ein größeres Stück wegsägen. Erster Stamm ist gesägt. Die Bretter, wo rausgekommen sind, sind glaube ich gar nicht so schlecht. Natürlich, sie sind schon in der Mitte teilweise relativ morsch und am Rand haben sie eben auch Risse. Also arg viel schönes Holz bekommen da natürlich nicht raus, zumindest nicht rissfreies Holz. Aber trotzdem, wenn man jetzt bloß so kleinere Stücke rausbekommen muss, das geht auf jeden Fall. Also dann tun wir mal direkt den zweiten Aufzäge. We'll be right back.
So, also alle drei Stämme sind gesägt. Dadurch, dass die halt so klein waren, ging es jetzt auch wirklich schnell. Also für die drei habe ich jetzt so reine Sägezeit, war jetzt so eine Stunde, also von hier reinfahren bis jetzt fertig alle aufgeladen. Dann kam natürlich vorher noch mal so eine halbe Stunde oder so alles vorbereiten dazu und dann jetzt natürlich noch sauber machen, Sägemehl wegräumen und so, was wahrscheinlich auch noch mal so eine halbe Stunde oder so dauern wird. Aber weil ich jetzt sowieso noch eine Kleinigkeit sägen muss, muss ich das da jetzt nicht dazu rechnen, weil wenn man da eben mehrere so kleine Sachen hat, dann passt es auch wieder. Und was natürlich der Vorteil ist, wenn man Bretter für andere sägt, man hat jetzt nachher nicht das Geschieß mit den Brettern, weil die muss man jetzt wieder irgendwo hin tun, muss Ankersil drauf tun, muss sie irgendwo hinbeigen und braucht vor allem den Platz. Wenn alle seine Hütten schon voll sind, ist das natürlich immer so eine Sache. So, dann habe ich jetzt noch den zweiten Auftrag gemacht und zwar war das hier die Baumscheibe. Das war eben ganz von dem Stamm das unterste Stück, also noch mit Bruchleiste und allem dran. Und das wollte der eben gerade haben und insofern habe ich das jetzt auch noch kurz auf der Blockbandsäge gesägt. Aber das hat zwar an sich hier nur 50, aber dadurch, dass sie so eine Kurve macht, habe ich es ganz normal nicht durchgebracht. Insofern habe ich mir da jetzt die Schalltafel auf Säge gelegt und mir auf der dann immer zuerst das Stück gesägt, dann ein bisschen gedreht, dann das Stück und so weiter. Und so hat es jetzt gerade so funktioniert. Aber da ist sie eigentlich ein bisschen zu schmal. Aber hat jetzt trotzdem alles in allem prima funktioniert. Ja, also damit kommen wir auch langsam zum Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein bisschen was anderes, weil da habe ich jetzt auch viel selber filmen müssen, weil eben mein Vater noch beim Schaffen war. Aber trotzdem habe ich gedacht, mache ich mal wieder ein Sägevideo, weil das letzte Mal, dass ich gesägt habe, ist ja jetzt schon eine Weile her. Und insofern habe ich gedacht, wäre es doch jetzt schade, wenn ich hier säge und das nicht auch noch filmen tue. Ja, also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!